Ich bin von Anfang an sehr gut aufgenommen worden, vor allem weil sie sehr offen sind und ich sehe halt nicht aus wie jemand von Ecuador, also relativ hell, gross, blonde Haare. Das weckt sehr viel Interesse, von jung bis alt, und das, von dem her habe ich mich nie schlecht gefühlt. Ich habe mich einfach immer ein bisschen im Zentrum gefühlt. Du bist halt manchmal halt einfach ein bisschen der Alien dort, weil du einfach so anders aussiehst zum Teil. Gerade in dem Stadtbezirk, wo ich war, hat es praktisch keine Touristen oder Ausländer. Demher bist du einfach immer das Tier im Zoo, das angeschaut wird. Und sie sehen natürlich auch ein gutes Geschäft in dir, wenn du irgendwo auf Posten gehst oder etwas musst kaufen. Dann kommst du halt einen Sonderpreis über, der ein bisschen teurer ist. Man ist sehr viel im Mittelpunkt, die Weiße, die Reiche. Und manchmal nervt einem das ein bisschen, weil man denkt, hey, ich kann nicht einmal durchs Dorf laufen, ohne dass mir alle Kinder zuwinken und alle Leute nachschauen. Manchmal genießt man es auch ein bisschen, im Mittelpunkt zu stehen, das darf man auch ganz ehrlich sagen. Und manchmal macht es einem auch einfach ein bisschen nachdenklich oder ein bisschen traurig, auch was die Leute vielleicht für ein Bild von einem haben oder was sie für ein Bild von der westlichen Welt haben. Es hat so ein Beispiel gegeben, als ich mit der Landwirtschaftsklasse mitgegangen bin aufs Feld und dort mitgeschafft habe. Und das ist für mich nichts Fremdes. Wir haben einen riesigen Garten daheim. Mein Götti hat einen grossen Bauernhof. Ich bin mit dem aufgewachsen, dass man Werkzeuge in die Hand nehmen und anpacken kann. Die sind fast hinten rausgefallen, dass ich jetzt hier mitschaffe und ich könnte doch nicht in der Sonne sein und ich muss unbedingt in den Schatten und so. Dann so denkst du, hey, was habt ihr für ein Bild von mir, von uns, oder? Dann haben sie zum Beispiel irgendwie gesagt, oh, ich kann doch nicht so eine lange Strecke laufen, das geht doch nicht. Wir sind doch immer mit dem Auto unterwegs in Europa. Und ja, das waren so die Vorurteile, die sie vom Westen haben. Das war so am Anfang das Problem. Und nachher war dann vor allem mehr so die Blicke, die ich bekommen habe, außerhalb meiner Gemeinschaft, der Schwesterngemeinschaft. Gerade im Land draussen, so auch eine Weisse. Das war manchmal unangenehm. Da hat man sich ein eingeschränkt gefühlt und zweimal überlegt, ob man jetzt wirklich rauslaufen soll. In dem wird man ja halt gleich nicht nur noch der Gast sein, weil ja, man ist halt 6 Monate dort und in dem muss sich ja auch ein bisschen daheim fühlen auf eine Art und Weise. Zum Beispiel, ich will die Hilfe abwaschen und das heisst halt, nein, du musst das nicht machen, weil deine Hände gehen kaputt vom Abwaschmittel. Und daheim macht man das ja auch. Und ich glaube, dort ist halt wie so, einerseits kann man aufzeigen, hey, ich kann das auch, aber andererseits auch merken, wo ist jetzt vielleicht Grenzen erreicht, dass ich gleich halt Grenzen vom Gast ziehe, ich bin halt gleich immer noch der Gast und werde auch bleiben. Also es war gewöhnungsbedürftig, so einfach völlig in einem anderen Umfeld zu sein als andere Menschen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Aber es war so eine schöne Erfahrung, einfach aufgenommen zu werden und an einem Ort mitschaffen, mithelfen und mit der Zeit einfach immer mehr Verantwortung können zu übernehmen und auch plötzlich eine Anlaufstelle zu sein für Sorgen und Nöte von diesen Kindern dort. Und ich bin mir nie irgendwie anders behandelt vorgekommen. Ich bin mir nie so wie die reiche Schweizerin vorkommen, sondern einfach, ich durfte ein Teil von dem Ganzen sein. Es war mir auch mega wichtig, dass ich nicht einfach ein bisschen Ferien dort machen kann, sondern dass ich mithelfe. Und das, habe ich das Gefühl, ist auch voll akzeptiert worden. Und sie haben es auch wahrgenommen, hey, sie ist da und sie macht etwas, sie arbeitet mit. Und haben es auch geschätzt. Und ich habe geschätzt, dass ich mitarbeiten durfte und etwas machen. Es war gegenseitig.